Weiter nicht. Du wirst doch nicht etwas Sekt trinken wollen. Du weißt doch, wie dir das schadet. Lass jetzt deine Getreide berichten. Unten warten die Gäste auf dich. Du sollst nicht immer so unhöflich sein. Qualitätsdurchschnitt, Lieferungstermine, Preisstufung haben wir besprochen. Dann wäre ja wohl alles. Oder hat einer der Herren noch eine Frage? Wollen Sie bitte den Vertrag diktieren? Was wollen Sie? Verzeihung, ich hätte nicht gestört, aber es ist jemand da. Was, ohne Angst? Ja, aber... Kommen Sie mir nicht mit solchen Sachen. Ein Leben war diesem genialen Menschen nicht genug. Heinrich George brachte viele Leben. Mit Vitalität, mit sinnreicher Lust geladen, hatte er nichts anderes werden können als Schauspieler. Und er wird zum Herrscher der Leinwand, zählt zu den größten Schauspielerpersönlichkeiten seiner Generation und den nachfolgenden. Georg August Friedrich Hermann Schulz. Seit 1932 auch mit bürgerlichem Namen Heinrich George, ist am 9. Oktober 1893 in Stettin als Sohn eines ehemaligen Deckoffiziers geboren. Der junge Heinrich George bricht die Oberrealschule ab und nimmt Schauspielunterricht. 1912 beginnt er seine Karriere an Provinztheatern. Im Ersten Weltkrieg dient er als Kriegsfreiwilliger und kommt schwer verwundet zurück. Er spielt Theater in Dresden und Frankfurt am Main, steht zum ersten Mal 1920 auf einer Berliner Bühne und dann beginnt schon die Kinokarriere. Der Roman der Christine von Heine ist der erste Film. Im März 1922 siedelt Heinrich George endgültig nach Berlin. Im Film der Weimarer Republik wird George vor allem durch die Darstellung von Charakteren bekannt, die ihr sensibles Wesen durch brutales Verhalten zu überspielen suchen. Seine wuchtige Erscheinung, seine Urkraft bleibt in fast keiner zeitgenössischen Kritik unerwähnt. Der Erfolg seiner ersten Tonfilme führt ihn im Jahre 1931 nach Hollywood, wo er an zwei deutschsprachigen Filmen mitwirkt. Ich bin gesund und es geht mir gut. Ich bin gesund und es geht mir gut. Ich bin nicht gesund und es geht mir nicht gut. Ich bin nicht gesund und es geht mir nicht gut. Ich bin nicht gesund und es geht mir nicht gut. Ich bin nicht gesund. Und es geht mir nicht gut! Ich bin nicht gesund! Und es geht mir nicht gut! Ich bin nicht gesund! Und es geht mir nicht gut! Ich bin nicht gut! Nach seiner Rückkehr heiratete er die Schauspielerin Bertha Drews. Noch 1933 sympathisiert George, der in der Weimarer Republik als Sympathisant der Linken galt, mit dem Nationalsozialismus. In Hitlerjunge Quecks, einem der ersten Filme nach der Machtübernahme, spielt er einen zum Nationalsozialismus bekehrten Kommunisten. Unsere Fahne flattert uns voran. Unsere Fahne ist die neue Zeit. Unsere Fahne. Oh, was denkst du denn da? Nazis, du hast ja das gelernt, was? Du lass doch den Jungen, ja, der wird es auch. Heißt das so, wenn hier was gesungen wird, dann singst du. Helfer hört die Signale auf zum letzten. Na los, auf zum letzten Gefecht. Du siehst ja nicht was. Kannst du nicht was? Na sing mal. Helfer hört die Signale auf zum letzten. Kannst du nicht singen, du? Da wächst ja bald weg, du. In den folgenden Jahren wird er zu einem der herausragendsten Repräsentanten des NS-Films, wobei er sich als überaus wandlungsfähiger Schauspieler erweist.
In historisch-biografischen Filmen wie Das unsterbliche Herz und Andreas Schlüter verkörpert er Führerpersönlichkeiten. In Jud Süß liefert er als dekadent, vergnügungssüchtiger Herzog sein Land bedingungslos seinem jüdischen Finanzberater aus. Will er mich etwa an die Zange nehmen? Ich habe nichts verlangt. Ja, was er zu verlangen hat, hat er zu kriegen. Glaubt er, ich lasse mir vom Juden was schenken? Natürlich nicht. Der anständige Mensch darf ja auch nichts verlangen, wo er weiß, dass er nichts kriegen kann. Ich bin ja kein Erpresser. In Kohlberg ruft er als Bürgermeister der von Napoleons Truppen belagerten Stadt zur Verteidigung um jeden Preis auf. Ich habe es ja auch unserem König versprochen. Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren. Eisenau. Gneisenau. Ich habe noch niemals vor einem Menschen gekniet. Jetzt tue ich es. Kolberg darf nicht aufgegeben werden. Gneisenau. So wollte ich es von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben. 1937 wird ihm die Intendanz des Schiller-Theaters übertragen, die er Ende 1938 nach dem Umbau des Hauses antritt. Zu seinem Ensemble gehören neben bekannten und etablierten Schauspielern bedeutende Nachwuchskräfte. Im Dezember 1942 übernimmt er eine eigene Herstellungsgruppe bei der Tobis. Im Juni 1945 wird George verhaftet und zunächst in Hohenschönhausen, dann in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Dort starb der einst massige Mann, völlig entkräftet, am 25. September 1946, im Alter von nur 52 Jahren, vermutlich an einem Hungerödem. Die Lagerverwaltung hatte den praktizierenden Arzt Dr. Schumann gedrängt, als Todesursache an den Folgen einer Blinddarmoperation einzutragen, was dieser als offenkundig falsch jedoch ablehnte. Die Gebeine wurden erst 1994 nach Angaben eines Mithäftlings in einem Waldstück bei Sachsenhausen gefunden und mittels eines DNA-Vergleichs mit seinen Söhnen identifiziert. Sein Grab befindet sich auf dem städtischen Friedhof Berlin-Zehlendorf. In der sowjetischen Gefangenschaft im Konzentrationslager Sachsenhausen schrieb Heinrich George das folgende erschütternde Bekenntnis: Wenn ich einmal frei sein werde, frag ich mich, wie wird das sein? Grabe dann in deine Erde, Heimat, tief die Hände ein. Gehe einsam durch die Straßen, wie in einem stillen Traum, kann die Freiheit noch nicht fassen. Lehn den Kopf an einen Baum. Wenn mich jemand wollte fragen, wo ich denn gewesen bin, werde ich verhalten sagen, war in Gottes Mühlen drin. Sah die Müller Spuren malen in der Menschen Angesicht, musste mit dem Herzblut zahlen, wie in meinem Leben nicht. Wenn ich einmal frei sein werde, frag ich mich, was mir verblieb. Du, o deutsche Heimaterde, dich hab ich von Herzen lieb. Vater? Ja, Mutter. Es ist doch sehr still um uns geworden. Sehr einsam. Still vielleicht, aber einsam? Nein, Mutter. Wir können gar nicht einsam sein. Wir nicht. Sie sind ja auch alle da, was willst du? Wenn sie auch nicht bei uns sind. Aber in unserem Herzen sind sie doch alle versammelt. Nicht? In deinem, wie auch in meinem. Und wenn auch mal einer für immer von uns geht, so ist das dann so eingerichtet, dass immer ein anderer nachwächst. George war bis zum Schluss.